Ein herzliches Willkommen an alle, die uns heute ja ihre beiden Ohren leihen. Ich sitze hier im schönen Frankenland. Es ist ziemlich ungemütlich. Draußen regnet, es ist kalt. Also ein optimales Wetter, um uns heute beim Webinar sicheres Datenmanagement in hybriden SharePoint-Landschaften virtuell zu treffen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Pedro Marcos. Ich bin der Partner-Account-Manager der Firma EPI und begrüße Sie im Namen der EPI und der AvePoint Deutschland ganz herzlich zu diesem Webinar. Ja, wie gesagt, draußen regnet es. Wir haben uns alle hier zusammengefunden, um uns über das Thema sicheres Datenmanagement ein bisschen auszutauschen und vielleicht für Sie am Anfang vorher ein paar, ja, sage ich mal, organisatorische Hinweise. Zum Ersten, die Präsentation wird Ihnen natürlich danach, nach Ende des Webinars, nochmal offline zur Verfügung gestellt. Das heißt, genießen Sie die Präsentation, notieren Sie sich Fragen. Alle Folien können Sie sich nachher offline auch nochmal genauer anschauen. Wird es eine Aufnahme geben oder eine aufgenommene Version geben? Ja, das wird es in der Tat. Deutschland State of the Art. Das heißt, wir werden also auch eine Offline-Version des Webinars zur Verfügung stellen, wenn Sie Kollegen oder Kolleginnen haben, die Interesse hatten, sich aber nicht anmelden konnten aus zeitlichen Gründen. Die können sich das nochmal danach anschauen. Was passiert mit Fragen, die ich oder die Sie haben während des Webinars? Ja, schmeißen Sie sie einfach in den Chatraum. Wir werden sie notieren und am Ende des Webinars in unserer Fragen- und Antwortenrunde werden wir darauf eingehen. Jo, gut, wir haben eine Stunde Zeit. Das ist ein straffes Programm, was wir vorbereitet haben hier für Sie. Wir werden heute ein bisschen mehr in der Theorie bleiben. Das heißt, wir werden so ein bisschen uns austauschen dazu, wie kann sicheres Datenmanagement aussehen. Und wenn es dann von Ihrer Seite dann weitergehendes Interesse gibt, was wir uns natürlich sehr wünschen, können wir uns anschließend einmal darüber unterhalten oder bieten wir Ihnen an, einen Blick in die Software zu werfen und anhand eines privaten Webinars nochmal genau die Benutzeroberfläche durchzuspielen und da einfach nochmal wirklich hands-on auf dem System zu haben. Hier geht es aber ein bisschen mehr um das Szenario, um die Strategien selber. Was haben wir für ein Szenario entwickelt? Wir haben ein internationales Unternehmen, ja, mit verschiedenen Standorten, quer über die Welt verteilt, in den Staaten, in Europa und bis in Australien, mit mehreren Rechenzentren, zwei, um genauer zu sein, die on-premise sind. In der Cloud haben wir was und wir bewegen uns in der Branche der Automobilzulieferer, kann aber genauso gut jede andere Branche sein, dort, wo sich SharePoint und auch ja sicheres Datenmanagement zu Hause fühlen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, wir. Wer sind wir? Mein Namen haben Sie bereits gehört. Und am anderen Ende der Leitung sitzt der Kollege von AvePoint Deutschland. Das ist der Dennis Hofmeier. Hallo Dennis. Ja, hallo Pedro. Dankeschön für die Einladung. Mein Name ist Dennis Hofmeier. Wir werden das Webinar heute gemeinsam durchführen. Und ich werde Ihnen dann von meiner Seite aus, von der technischen Seite, ein paar Szenarien aufzeigen. Wir haben uns wirklich so ein schönes Thema überlegt, wo wir glauben, dass das in der Praxis zutrifft und wo wir Ihnen einfach mal aufzeigen möchten, was man auf einem High-Level-Overview in einer Enterprise-Umgebung abbilden kann, gerade wenn es darum geht, SharePoint on-premise, also auch Hybrid zu nutzen oder in großen Enterprise-Umgebungen, die vielleicht auch über einen Kontinent hinausgehen. Ja, soweit an der Stelle. Perfekt. Pedro? Perfekt. So, ich habe gesagt eben, wir haben ein straffes Programm hier für Sie nochmal so ein bisschen die Agenda als Übersicht zuerst mal. Das ja gehört auch zum Repertoire. Das müssen Sie ganz kurz, wir versprechen es, über sich ergehen lassen, die Vorstellung unserer beiden Unternehmen. Dann kommen wir aber wirklich schon zum Kern von dieses Webinars. Da skizzieren wir bestimmte Szenarien in der Praxis oder das Hybrid-Szenario in der Praxis und gehen da auf verschiedene Themen ein, die Sie hoffentlich beschäftigen und für die Sie auch ja Lösungen suchen. Danach nochmal eine kurze Zusammenfassung und wie eben auch schon gesagt, Fragen und Antworten.
Ich habe gerade eben noch mal gehört, wenn ich spreche, ist die Qualität sehr schlecht. Das hoffentlich bezieht sich nur auf die Audioqualität und nicht auf den Inhalt. Ich werde versuchen, noch mal ein bisschen näher ans Mikrofon dran zu gehen, ja, und vielleicht auch ein bisschen langsamer zu sprechen, damit alle mich besser verstehen können. Wenn es dann noch weitere Probleme technischerseits geben sollte, das sollten Sie natürlich sofort in den Chatraum werfen, damit wir da Abhilfe schaffen können. Gut, erstes Thema sind die kurze Unternehmensvorstellungen. Nur ein paar Worte zur IPI. Wichtig ist für uns, dass wir bereits seit 2002 nichts anderes machen als SharePoint. Wir sind also ein extrem SharePoint-fokussiertes Beratungshaus mit ungefähr 60 Mitarbeitern, 60 Kollegen aus dem Consulting, die nichts anderes machen, als sich mit SharePoint-Themen auseinanderzusetzen. Wir definieren uns selbst als Intranet-Agentur. Das ist fürwahr ein Kunstbegriff, aber damit wollen wir einfach nur aussagen, dass wir im Bereich der Beratung, der Intranet-Beratung, alle Bereiche abdecken können, von dem Anfang, von einer strategischen, konzeptionellen Beratung bis hin zum Go-Live und der After-Sales, dem After-Sales-Support natürlich. Dazwischen liegen Themen wie Design, wie Entwicklung, wie eine normale Consulting-Dienstleistung. Und das ist das genau, was wir unter dem Begriff der Intranet-Agentur zusammenfassen. Wir sprechen am liebsten natürlich mit der Unternehmenskommunikation. Warum natürlich? Weil Social Intranet unser Thema ist. Und dort adressieren wir hauptsächlich die Fachbereiche wie die Unternehmenskommunikation. Aber wir sprechen natürlich auch mit Fachbereichen wie HR oder Marketing. Zusätzlich ist ein weiteres Thema für uns der Bereich der Fachapplikation. Da sind wir mit eigenen Fachapplikationen und mit eigenen Lösungen unterwegs, wie zum Beispiel Knowledge Management oder auch Management-Systemen. SharePoint ist für uns nur die Basis und darauf setzen wir die technische Basis und darauf setzen wir unsere Kernthemen auf und das sind im Wesentlichen Zutritt von Franz Boscher natürlich, die sich im Bereich Portale, Kollaboration, Wissensmanagement und Management-Informationssysteme untergliedern lassen und zusätzlich dazu haben wir noch Lösungen im Bereich von Vertragsmanagement. Also wir versuchen, diese gesamten Bereiche im SharePoint abzudecken. Ich hatte es gesagt, Intranet-Agentur ist der Begriff, mit dem wir uns selbst am besten kennzeichnen und dort ganz stark fokussiert die fachliche Bereicherung in eben unseren Kernthemen, alles was mit Social Business, alles was mit Kommunikationsberatung zu tun hat, da fühlen wir uns wohl und da fühlen wir uns zu Hause. Parallel dazu oder projektbegleitend alle Projektdienstleistungen und Entwicklungsmaßnahmen, all das, was halt zu einem erfolgreichen Projekt mit dazugehört. Ja, die Kollegen aus dem Marketing wollen immer gerne, dass wir uns noch ein bisschen selbst beweihräuchern, das sage ich auch immer mit einem Schmunzeln im Gesicht. Es geht aber eigentlich darum zu zeigen, in welchen Branchen bewegen wir uns. Ja, und in welchen Branchen ist auch eine SharePoint oder ein SharePoint zu Hause. Das bedeutet, wir sind überall dort zu Hause, wo sich SharePoint auch wohlfühlt. Und das heißt, wir sind komplett branchenunabhängig unterwegs und fühlen uns eigentlich in jedem Bereich sehr wohl. Die IPI versucht ihr Wissen sehr, sehr stark zu streuen. Das ist eigentlich auch einer unserer Hauptanliegen. Und dazu sind wir sehr stark in der Fachpresse unterwegs, eben mit unseren Themen wie Social Business, wie Digital Workplace, aber auch ein weiterer Informationskanal ist der Blog, mit dem wir präsent sind und natürlich ebenfalls Twitter oder Facebook, da sind wir präsent. Zeigen auf.
worum es uns geht und was unsere Kernaussagen sind. Wir sind absolut SharePoint-lastig, wollen da immer mehr, immer tiefer gehen, aber wir wissen natürlich in unserem Wissen, wissen aber auch, dass SharePoint, ich sage es mal vorsichtig, nicht alle Bereiche hundertprozentig abdecken kann. Und da hat sich die IPI in einem Kompetenzcluster zusammengetan und wir unterscheiden hier zwischen Kompetenzpartnern und Herstellern. Die Kompetenzpartner sind ähnlich gelagert wie eine IPI, vom Fachwissen her, decken aber einfach nur andere Bereiche ab. Das kann zum Beispiel Unified Communications sein, da ist unser Partner eine Glück und Kania, oder eine Aurelius im Bereich BI oder eine Solvin im Bereich Project Server. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das ist nämlich genau der Grund, warum wir jetzt auch hier uns alle zusammengefügt haben, weil die AvePoint eben auch einer dieser Partner ist in unserem Kompetenzcluster, in unserem Partnernetzwerk. Hier haben wir es aber mit den Herstellerpartnern zu tun und da deckt die AvePoint sehr, sehr stark und sehr, sehr fokussiert alle Infrastrukturmanagement-Themen ab. Wir haben aber noch andere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Viele davon kennen Sie vielleicht auch. Wie gesagt, das ist der Grund, warum wir uns heute hier zusammengetan haben und warum wir als IPI und als AvePoint zusammen diese Veranstaltung für Sie aufbereitet haben. So viel sollte das reichen als Information zur IPI. Und ich übergebe hiermit an den Dennis, der Ihnen gerne ein paar Worte zur AvePoint sagt. Super, vielen Dank, Petro. Ich werde das Ganze relativ knackig halten. Wie der Kollege von IPI bereits erwähnt hat, ist AvePoint natürlich ein ideales Tool, um SharePoint besser zu verwalten. Ich war, bevor ich bei AvePoint war, war ich lange im Consulting-Bereich und kannte davor AvePoint nicht und habe es dann wirklich nachträglich sehr genossen, überhaupt diese Tools kennenzulernen und habe mir eigentlich gewünscht, dass ich die Tools schon hätte früher gewusst, dass es die gibt, weil dadurch hätte ich mir jede Menge Zeit sparen können. Der Fokus von AvePoint liegt also daher hier ganz klar im SharePoint-Markt. Neuerdings haben wir auch Produkte im Microsoft CRM Dynamics-Bereich. Wir haben auch Windows 8 Apps, so dass wir uns hier ein bisschen breiter aufstellen. Aber unser, Steckenpferd ist natürlich im SharePoint-Bereich. SharePoint an sich ist natürlich sehr, sehr gut. Es hat an gewissen Stellen Schwächen. Typischerweise setzen wir an diesen Schwächen an, um Funktionalitäten zu erweitern oder um Management zu erleichtern oder sich dabei in einer Weise Zeit und damit wiederum Geld zu sparen. Wir arbeiten natürlich hier lösungsorientiert. Das heißt, selbst wenn mal was nicht out of the box funktionieren sollte, dann können wir natürlich über Ihre Anforderungen sprechen und können schauen, wie das Ganze produktspezifisch, kundenspezifisch abgebildet werden kann. Das geht sogar bis hin, dass wir eine Anpassung im Produkt vornehmen, die dann auch früher oder später dann ins Produkt fließt. Wir haben natürlich unser Partnernetzwerk heute zusammen mit IPI. Ich würde mich also freuen, wenn wir nach Abschluss des Webinars, wenn Sie hier Interesse zu einzelnen Punkten haben, wo wir dann vielleicht nochmal gemeinsam Follow-up machen können, wo wir vielleicht dann nochmal gemeinsam in Details in Ihre Anforderungen genauer erläutern können und dann können wir uns das wirklich mal praktisch anschauen. Ja, wir haben natürlich auch einen Support, das Ganze 24 Stunden mal 7. Das heißt also, wir sind immer für Sie erreichbar, wenn es mal Probleme geben sollte. Oftmals sind es Probleme von der Infrastruktur oder von SharePoint selber, Konfigurationseinträge. Aber auch da können wir Ihnen natürlich helfen. Wir bieten darüber hinaus noch Dienstleistungen an. Das kann man so ein bisschen mit den Lösungen kombinieren. Wir möchten uns natürlich hier nicht mit IPI oder mit unseren Partnern konkurrieren, sondern uns hier ergänzen. Dienstleistungen also auch unter dem Aspekt zu sehen, dass wir hier unser Produkt natürlich entsprechend bei der Einführung unterstützend helfen können, noch eine Schulung dazu machen können. Ja, und zu guter Letzt sind wir natürlich auf unsere Community angewiesen, die auch wächst und gedeiht. Und sind damit natürlich sehr gut aufgestellt. Noch
ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Technical Solutions Professional, arbeite seit letztem Jahr bei AvePoint. Und ja, Sie können mich natürlich auf allen möglichen Wegen kontaktieren. Auf der Slide ganz kurz zusammengefasst die wichtigsten Daten, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dennis.hubmeier@elfpoint.com und natürlich in den breiten Social-Media-Kanälen. Im Blog habe ich auch noch hubmeier.net. Da sehen Sie immer mal wieder was Aktuelles zum Thema SharePoint. Gut, damit wir die Präsentation möglichst praxisnah für Sie gestalten können, haben wir uns ein Szenario überlegt, was in der Praxis natürlich genauso vorkommen kann. Und wir werden anhand von diesem Szenario ein bisschen die verschiedenen Szenarien beschreiben. Pedro, möchtest du die Einführung von unserem Szenario an der Stelle machen? Ja, das kann ich gerne machen. Ich hatte es gesagt, schon zu Beginn, wir haben ein Unternehmen, ein weltweit agierendes Unternehmen, uns ausgesucht, das mit verschiedenen Standorten präsent ist. Und diese Standorte zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie natürlich, ja, ich würde schon fast sagen, die ganze Welt abdecken, das heißt von Americas bis Australien über Europa ist alles vorhanden. Diese Standorte zeichnen sich aber natürlich auch dadurch aus, dass sie eventuell eine unterschiedliche Netzanbindung haben. Ja, also wenn es darum geht, Daten übers Netz zu schieben, kann es sein, dass es in den Staaten einfach eine bessere Netzanbindung gibt, wie zum Beispiel in einem rumänischen Standort. Stark konzentriert sind die Anzahl an Mitarbeitern halt in den USA und in dem Münchner Standort. Contoso, unser internationales Unternehmen, hat um die Datenverfügbarkeit und die Datensicherung bzw. die Datenbereitstellung zu organisieren, insgesamt zwei Rechenzentren und on-premise und eins in der Cloud. In den großen Standorten in New York und in München sind die beiden on-premise-Standorte und Daten werden ebenfalls dann für alle über die Cloud zur Verfügung gestellt. Die Branche haben wir uns ausgesucht, was einen mit dem Bereich der Automobilzulieferer. Wie gesagt, es ist eine Branche, mit der sich sehr viele identifizieren können, die sehr viele auch kennen, aber sie steht stellvertretend für alle Branchen, die international agieren oder für alle Unternehmen in allen Branchen, die international agieren, mit verteilten Standorten und eben diese diese Herausforderung der verteilten Datenhaltung, der verteilten Datenbereitstellung und natürlich auch des sicheren Datenmanagements zu bewältigen haben. Gut, Dennis, dann übergebe ich mal weiter an dich. Wunderbar, Dankeschön. Gut, damit das Ganze auch nicht zu trocken wird, wir haben uns deshalb dieses Szenario überlegt, weil wir zwei große Standorte haben. Das heißt, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Wenn wir das Ganze jetzt in den SharePoint-Kontext legen, ist natürlich die Hauptfrage, wo lege ich denn meine Daten ab? Wo installiere ich denn SharePoint? SharePoint ist so konzipiert, dass wir unsere Farm an einem Standort haben. Wenn wir jetzt natürlich auch ein bisschen in die Richtung On-Premise versus Cloud vergleicht, ist auch diese Größenordnung wiederum sehr interessant. Wieso? Es ist einfach, Cloud an sich ist eigentlich nur eine Kostenfrage. Cloud ist günstig. Und zwar speziell eigentlich für kleinere Standorte, weil man letztendlich ja überlegen muss, ich brauche entsprechend Hardware, ich brauche einen Serverraum, ich muss dort Ressourcen bereitstellen. Wenn ich das Ganze jetzt noch natürlich noch mit SharePoint weiterdenke,
Wie mache ich denn das? Sollen alle meine 2400 User, die wir jetzt hatten, weltweit auf eine SharePoint-Farm zugreifen? Das heißt auch meine ganzen Remote-Standorte, einen internen Replikationsmechanismus gibt es an der Stelle nicht. Aber ich kann hier schon mal den ersten Schritt angehen und sagen, okay, ich kombiniere. Großen Standorte kriegen ihre eigene SharePoint-Installation. Die sind groß genug, da ist das Rechenzentrum bereits vorhanden. Während ich für kleinere Standorte sagen kann, okay, ich spare mir mein Rechenzentrum letztendlich, bringe Inhalte in die Cloud und habe hier natürlich auch vom Lizenzierungsmodell von Microsoft ist das eigentlich sehr, sehr transparent. Es wird pro User pro Monat lizenziert, je nachdem, was Sie hier für Features dann entsprechend aktivieren. Und Sie müssen es letztendlich einfach mit Ihrer Gegenrechnung, mit den Lizenzkosten, die Sie sonst haben, mit ins SharePoint, Windows Server, Calls, SQL etc. plus natürlich noch die Hardware anschaffen. Und für die Kleinen kommen sie unterm Strich mit der Cloud im Regelfall günstiger weg. Und das wäre schon mal eine Variante. So, natürlich ist es jetzt aber nicht der Weisheitsletzte Schluss. Selbst wenn ich jetzt ein Rechenzentrum in meinen Hauptstandorten habe, München, New York und Cloud habe, dann habe ich jetzt trotzdem das nächste Problem. Ich habe unterschiedliche Datenhaltungen. Und dem möchte ich aber aus dem Weg gehen. Weil wir nämlich, wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen grafisch darstellen, ich habe Inhalte, die weltweit wichtig sind. Es gibt eigentlich so das Paradebeispiel, dass man Projektsites hat, wo einfach weltweit zusammengearbeitet werden muss. Da muss ich Dokumente austauschen. Das kann ich schlicht einfach nicht, wenn ich SharePoint on-premise habe und nochmal eine separate Farm woanders. Dann habe ich einen getrennten Datenbestand. Ich möchte aber jetzt den Datenbestand zusammenführen. Und hier hat AvePoint eine Lösung, heißt auch Replikation bzw. zu Englisch Replicator. Das ist eins unserer vielen Module unserer DocAve-Suite. Und hiermit können wir nämlich die verschiedenen Szenarien abdecken. Bevor ich Ihnen das Beispiel grafisch zeige, Replikation schön und gut, gibt es da nichts out of the box? Nein, eben nicht, das ist ja das Problem. Klassischerweise, wenn man eben noch nicht mit SharePoint arbeitet, hat man bis dato DFS oder DFSR verwendet oder FRS, also klassische Replikationsmechanismus von Windows, um File-Shares, Dateifreigaben zu replizieren, dort wo es notwendig war. Den User Profile Service grundsätzlich, da gibt es, das ist der einzige Punkt, wo Microsoft eine Replizierung unterstützt, das heißt kurz UPRI, User Profile Replication. Ich habe Ihnen hier auch ganz kurz den Link zu dem Tool in verkürzter Form dargestellt, damit Sie den auch gegebenenfalls notieren können oder dann später beim Download natürlich auch draufklicken können, um die Details dazu sehen. Aber der User Profile Service, da haben wir immer noch keine Daten. So, wir möchten aber, haben jetzt als Ziel, wenn wir jetzt SharePoint einführen, dass wir auch wirklich hier global arbeiten möchten. Wir möchten SharePoint damit pushen. Wir möchten solche Fälle mit der Replikation abbilden. Im ersten Szenario nehmen wir mal unsere zwei großen Hauptstandorte. Wir haben New York mit 1000 Benutzern, wir haben München mit 1000 Benutzern. Wir gehen jetzt also her und installieren dort jeweils lokal eine Farm, weil wir auch sicherstellen möchten, dass der Zugriff lokal immer schnell ist. Das wird dann interessant, sobald ich halt einfach viele Benutzer habe und sobald ich halt auch größere Daten bearbeite und mal ein Word-Dokument, was halt über die 40, 50, 100 Kilobyte hinausgeht, bearbeite, weil dann merke ich nämlich Auswirkungen auf die Warenbandbreite sehr, sehr stark. Und hier mal mit der AvePoint-Replikation die erste Möglichkeit, dass wir sagen, für definierte Bereiche, um in der SharePoint-Terminologie zu bleiben, für Site-Collections, Sites,
oder nur für einzelne Libraries? Können wir eine Replikation aktivieren? Ich habe jetzt hier als Beispiel meine Two-Way-Replikation, könnte aber auch One-Way sein. Das Ganze gibt es natürlich bandbreitenoptimiert mit Byte-Level-Differential bzw. Bit-Level-Differential, um wirklich auch das Datenvolumen zu reduzieren. Und so können wir nämlich schon mal unsere, obwohl wir zwei getrennte SharePoint-Farmen haben, schon mal unsere Daten, unsere zwei großen Standorte miteinander verbinden und können hier schon mal wirklich zusammenarbeiten. Eine sehr feine Sache. Unser nächstes Konstrukt, On-Premise nach Cloud. Wenn wir jetzt hier an der Stelle Office 365 lizenziert haben, um eben unsere Rechenzentren an den Außenstandorten zu minimisieren, zu verkleinern oder gleich auszulöschen, dann ist natürlich Office 365 prädestiniert. Und wir haben hier auch die Möglichkeit einer Replikation, wird also von einer New Yorker Farm in dem Fall gesteuert. Das Ganze gibt es dann übrigens scheduled, also real-time. Da gibt es dann die verschiedenen Wege. Da wird natürlich nochmal besonders interessant Integration in die Enterprise-Umgebung mit Office 365, Integration ins Active Directory. Kann man machen, muss man nicht machen. Wenn es ein sehr kleiner Standort ist oder Sie vielleicht nicht die Rechte haben, um einen ADFS-Provider oder ADFS-Service einzurichten, um Office 365-Accounts einzurichten, können Sie bei der Replikation auch noch die Berechtigungen mappen, letztendlich eine Übersetzung vornehmen. Das heißt, Sie können auch sehr viel Intelligenz in diese Replikation hineinkonfigurieren. Das ist mehr als ein bloßes Kopieren und Einfügen. So, wenn wir uns jetzt das Ganze mal in der großen Kombination anschauen. Die Idee ist, wir haben jetzt unsere Standorte New York, wir haben unseren Standort München. Wir haben die zwei ja bereits untereinander mit einer Replikation eingerichtet. Das heißt, diese zwei Standorte arbeiten schon mal miteinander. Perfekt. Jetzt hatten wir zu Beginn mehrere Außenstandorte. Die haben wir jetzt alle in die Cloud verschoben. Haben jetzt hier an der Stelle SharePoint Online, Office 365, sodass alle diese Außenstandorte in der Cloud arbeiten. Das könnten jetzt auch übrigens mehrere Cloud-Systeme sein. Microsoft ermöglicht es nämlich Ihnen, wenn Sie einen Office 365-Account einrichten, geben Sie die Service Location an. Im Hintergrund wird dann ein entsprechendes Rechenzentrum gewählt, ist zum Beispiel für Europa ganz wichtig, dass man da auch den Datenschutzrichtlinien da unterliegen, dass die Daten auch in Europa bleiben und nicht in den USA zum Beispiel. So könnte man jetzt also sagen, okay, ich habe vielleicht zwei, drei Office 365 Accounts einmal in Australien, einmal noch in Europa, um das dann wiederum alles zu kombinieren. Wann nutzen Sie die Replikation? Vielleicht das erste und beste und vor allem einfachste Beispiel, das Extranet-Szenario. Leider kann ich Sie jetzt nicht fragen, wie viele von Ihnen ein Extranet haben. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es hier mehrere gibt. Ist normalerweise ein sehr, sehr guter Kandidat, um ein Extranet in die Cloud zu migrieren. Wieso? Ein Extranet hat immer Overhead. Sie haben zusätzlich Hardware, Sie haben zusätzliche Firewall, Sie haben vielleicht zusätzliche Infrastrukturdienste. Weiteres Beispiel, klassisches Beispiel sind die Projektsites, hatte ich schon mal erwähnt, Kalender. Oder was ich immer ganz gerne nehme, ist unser Marketing. Wieso das? Das ist ein klassisches Beispiel. Wenn die Abteilung an einem Standort primär arbeitet, aber die Informationen für alle weltweit relevant sind,
Das heißt, hier habe ich unter Umständen einfach nur eine One-Way-Replikation. Ich habe eine Quelle, wo meine Inhalte erstellt werden, bearbeitet werden und anschließend repliziere ich sie nach Office 365 und in andere SharePoint-Farmen. So, nächstes Szenario, Backup und Restore. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, klar, wenn ich jetzt Backup, natürlich brauche ich eine Sicherung von meiner SharePoint-Umgebung, sowohl on-premise als auch Cloud. Zum Thema, warum ich in der Cloud Backups überhaupt machen muss, haben wir später nochmal, beziehungsweise hat der Pedro von IPI nochmal einen sehr interessanten Ergänzung. Ich kann Ihnen an der Stelle aber schon mal sagen, dass wir hier mit unserem Produkt DocAve Data Protection zum einen natürlich beide Umgebungen unter einer Oberfläche sichern können und wir haben einfach zusätzliche Möglichkeiten, als jetzt, wenn man jetzt normalerweise ein klassisches SQL Server Backup macht, dann sind sie dann natürlich eingeschränkt im Recovery-Falle. Das heißt, auf welchem Level können wir wiederherstellen? Auf Level von der Datenbank. Mit gewissen Tricks, Kniffen, PowerShell-Einsätzen kann ich also durchaus noch einzelne Dokumente vielleicht wieder zurückholen, aber das wird schon tricky. Ich muss hier sehr, sehr aufpassen, was ich tue, sonst überschreibe ich Inhalte. Das funktioniert vielleicht noch ganz gut on-premise. Mit SharePoint Online wird es dann aber noch schwieriger, weil da haben sie ja gar keinen Zugriff auf die Infrastruktur. Da müssen sie auf Microsoft vertrauen. Ich kann Ihnen also auch an der Stelle sagen, dass wir hier natürlich die Möglichkeit haben, das sehr serviceorientiert, also sehr SharePoint integriert zu sichern und also wiederherzustellen. Und hier auch die, einen fließenden Übergang haben. Microsoft, Sie müssen mal die SLAs bzw. die Servicebedingungen von Office 365 lesen. Grundsätzlich schützt der Microsoft vor Infrastrukturfehlern. Wenn ich jetzt aber als Benutzer hergehe, ein Dokument überschreibe, eine Seite lösche, alles kein Problem, haben wir Papierkorb, kann ich das Dokument wiederherstellen. Klar. Aber was ist, wenn mir das schon vor 30 Tagen passiert ist, vor 60 Tagen. Das heißt, das Papierkorb vielleicht schon rausgeflogen. Oder der Papierkorb war vielleicht gar nicht aktiviert. Was ich damit sagen möchte, der Papierkorb ist nicht das Tool, auf das Sie sich für eine Wiederherstellung verlassen sollten. Und das ist letztendlich der Punkt, wo DocAve einsetzt. Weil Sie hier wirklich inhaltsorientiert wiederherstellen können. Sie können Listen wiederherstellen, Sie können Libraries wiederherstellen, Sites, Site Collections. Für Cloud, wenn es jetzt noch Richtung On-Premise geht, natürlich die komplette Infrastruktur inklusive Disaster Recovery. Und beim Disaster Recovery wird es natürlich interessant, weil bei uns ist es sehr, sehr schön gelöst, dass Sie das mit einem Klick machen können. Als Beispiel haben wir jetzt hier unsere Contoso-Umgebung wieder, da, wo wir 1 Terabyte in 24 Stunden sichern. Das Beispiel brauchen wir später nochmal. Müssen wir uns also an der Stelle einfach mal merken. Und zwar, wenn es jetzt hier um Storage Optimization geht. Storage Optimization kann man sich vielleicht denken, das spielt ja gar keine Rolle, wenn ich in der Cloud bin, weil da zahle ich ja pauschal für den Speicher. Richtig. Aber on-premise wird es natürlich interessant und für Backup- und Recovery-Szenarien wird es interessant. Was macht nämlich die Storage Optimization? Letztendlich ist es ja in SharePoint so, dass per Design, das ist hier so dieses Out-of-the-Box-Variante, die ich ja auch grafisch mal dargestellt habe, jedes Dokument, ein Word-Dokument, eine PowerPoint-Präsentation, die ich jetzt in SharePoint hochlade, landet letztendlich in SQL und dort in SQL letztendlich als Blob, also als Binary Large Object. So, deshalb, wenn wir jetzt unsere
eine Umgebung haben mit einem Terabyte Inhalt, dann ist letztendlich meine SQL-Datenbank ein Terabyte groß. Ich habe es vielleicht noch mehrere Datenbanken aufgesplittet, aber letztendlich ist alles in der Datenbank. Wenn wir jetzt von Storage Optimization sprechen und jetzt hier konkret von unserem Modul Dockave Storage Manager, dann machen wir eigentlich einfach Folgendes, dass wir die Daten an sich, den sogenannten Blob, nicht in die SQL-Datenbank schreiben, sondern in ein Filesystem. In der Datenbank landen dann letztendlich nur noch Informationen, die Metadaten. Wer hat es zuletzt geändert? Habe ich einen Meta-Tag, ob es jetzt eine Rechnung oder ein Dokumententyp ist, diese Informationen, wäre auch noch in der SQL-Datenbank. Das eigentliche Dokument kann in einem File-Share sein, in einer Dateifreigabe. Ich kann verschiedene Storage-Systeme verwenden. Kann hier auch für Hochverfügbarkeitsszenarien entsprechende Replizierung noch mit einstellen. Und jetzt kann man sich fragen, warum mache ich denn das Ganze? Es hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen kann sein Kosten. Ja, drei Gründe. Zum ersten Grund Kosten. Ein Großteil der Daten kann ich auf ein günstigeres Speichermedium speichern. Eine Dateifreigabe, NAS, ist günstiger als jetzt SQL, wo es wirklich auf IOs ankommt. Der zweite Grund ist Backup-Restore-Szenarien. Die ganze Komplexität von SharePoint steckt letztendlich in den ganzen Abhängigkeiten, in den Datenbanken, die Abhängigkeiten zueinander. Ich kann also mit der Storage Optimization ganz gewisse Recovery-Verfahren fahren, wo ich dann letztendlich nur die Datenbanken wiederherstellen muss, aber nicht die eigentlichen Content. Dazu komme ich aber gleich nochmal drauf. Und zu guter Letzt, Beispiel Nummer 3, Performance. Wenn der Speicher identisch ist, also der Speichertyp gleiche Geschwindigkeit und ich die Blobs auslagere, habe ich in der Regel so ab 512 Kilobyte, 1 Megabyte Performance-Gewinn, als wenn ich es direkt mit SQL mache. Wieso? SQL ist nicht wirklich optimiert, um Daten, und zwar Blobs, zu beinhalten. Es ist eine relationale Datenbank, es ist optimiert für Abfragen jeglicher Art, aber nicht um große Inhalte aus letztendlich einer Zelle, einen Blob abzurufen. Und daher, da gibt es auch gewisse White Papers von Microsoft, die letztendlich beschreiben, ab 512 Kilobyte geht's los, dass sie bereits von einem Performance-Gewinn profitieren können. Um Ihnen das Ganze einfach mal so grafisch darzustellen, das ist eigentlich so ein bisschen der vierte Grund, es ist handlicher. Wenn Sie jetzt mal überlegen, okay, wir haben ein Terabyte in Datenbanken, im Worst Case vielleicht sogar in einer einzelnen Content-Datenbank, dann ist es natürlich sehr unhandlich, sei es jetzt im Recovery-Verfahren, sei es jetzt bei einem Upgrade. Wenn Sie heute noch auf SharePoint 2010 sind, morgen wollen Sie auf SharePoint 2013, dann müssen Sie das Terabyte auch erstmal bewegen. Mit unserem Storage Manager und der Technologie RBS, das ist letztendlich einfach die Schnittstelle, die wir an der Stelle verwenden, das ist eine offizielle SQL-Schnittstelle zum Auslagern von Daten, würde sich das beispielhaft so verteilen. Ob das jetzt genau so ist, kommt natürlich auf die Kriterien an, aber so 90, bis zu 90% auslagern ist eigentlich möglich, so dass ich dann die Metadaten noch in der Datenbank habe. Und dann wird es natürlich sehr viel handlicher. Genau. Was bedeutet das jetzt für mein Wiederherstellungsverfahren oder für mein Wiederherstellungskonzept an der Stelle? Wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben ja 1 Terabyte Datenvolumen. Wenn ich jetzt, machen wir mal das Beispiel ohne Auslagerung, wenn ich jetzt ein SharePoint Service Pack installiere und da schlägt jetzt die Installation fehl an der Stelle, wo jetzt das Datenbank-Upgrade durchgeführt wird. Da wurden keine Inhalte letztendlich geändert, also keine Blobs, keine Word, PowerPoint, keine Inhalte.
sondern eigentlich nur strukturelle Anpassungen. Kann ich aber sehr schwierig jetzt rückgängig machen. Das heißt, man müsste ein Disaster Recovery machen. Dann müssten sie jetzt das Backup rausholen, 1 Terabyte wiederherstellen, und das braucht einfach Zeit. Wenn wir uns jetzt da einfach im Vergleich uns das anschauen und uns vor Augen führen, okay, wir haben jetzt 900 GB ausgelagert ins FileShare und die Datenbanken sind jetzt nur noch 100 GB groß, die selber zum Sichern auch nur 2,5 Stunden brauchen, das heißt, haben wir schon mal das Sicherungsfenster an sich verkleinert, aber bei der Wiederherstellung ist es genauso. Solange es etwas Strukturelles ist und mir nicht das Storage irgendwie kaputt geht, solange es was Strukturelles ist, kann ich SharePoint Disaster Recovery fahren, dann muss ich meine 900 GB, die ich ausgelagert habe, gar nicht anfassen. Und damit bin ich natürlich sehr, sehr viel schneller. Warum ist das interessant? Das ist eigentlich dann interessant, wenn es um Verfügbarkeit geht, was Sie entweder Ihren Abteilungen intern oder was Sie Ihren Kunden in Form als Dienstleister anbieten möchten, an der Stelle garantieren können. Neue Konzepte und garantierte SLAs. Ja, dann würde ich wieder an den Pedro von IPI übergeben, der Ihnen dann jetzt noch was zum Thema Verfügbarkeit sagt. Perfekt, Dennis. Super, danke, danke bis hierhin. Ja, Dennis hat es eben gesagt, ich muss ein bisschen schmunzeln. Er meinte, dann Sie müssten mal die SLAs durchlesen. Da habe ich eine gute Nachricht für Sie. Das brauchen Sie heute zum Glück nicht, weil die Aufgabe haben wir Ihnen abgenommen für dieses Webinar. Und wir hatten ja verschiedene Aspekte im Bereich des Datenmanagements ja bisher angesprochen. Also da ging es um Storage-Optimierung, um Management. Also wie kann ich die Daten, wenn sie repliziert werden, müssen noch möglichst klein halten? Wie kann ich Transaktionsfenster relativ gering halten? Es ging aber auch um das Thema Backup und Recovery, also sprich um die Verfügbarkeit von Daten und vor allem Daten, die natürlich ja verstreut sind oder die eventuell auch in der Cloud abgespeichert sind. Und da stellt sich dann ja schon so ein bisschen die provokative Frage, fällt dem User das auf? Ja, eigentlich schon, es fällt ihm auf grundsätzlich dann oftmals, wenn es schon zu spät ist. Ja, also wenn schon eine gewisse Zeit vergangen ist. Das ist leider immer Murphy's Law, weil sonst bräuchte man kein Backup und kein Restore, sonst würden sich die meisten Probleme eigentlich schon fast von allein erledigen. Aber der User im Unternehmen ist natürlich auch im Privatleben ein Benutzer, ein User, und der ist dort sehr, ja, aus diesem Consumer-Bereich sehr verwöhnt. Es wird aus Werbung, aus Medien suggeriert, ja, die Weisheit letzter Schluss ist, wir laden jetzt einfach die Daten aus, lagern sie aus, speichern sie in die Cloud zum Beispiel, und dort kann dir nichts passieren. Aber stimmt das wirklich? Weil was bedeutet dann die Ausfallzeit für den User, oder was definiert eine Microsoft zum Beispiel selber als eine Ausfallzeit? Das ist nichts anderes als wirklich jeder Zeitraum, an dem gar kein Lesezugriff oder Schreibzugriff auf eine Ressource erfolgt, für die der User eigentlich berechtigt ist. Und das ist eigentlich ja der Worst Case, nenne ich es einfach mal. Ich brauche meine Daten, muss damit arbeiten, kann aber nicht auf sie zugreifen. Ja. Und in dem Moment steht es still. So wie ich jetzt eben auch still war, steht auch bei dem Benutzer erstmal ja der Rechner still, weil er kann nicht weiterarbeiten. Da kommt aber eine Microsoft zum Beispiel hin und sagt, gar kein Problem, wir stellen durch unsere SLAs 99,9% Datenverfügbarkeit sicher. Ja, auch durch
verteilte Rechenzentren, Geolokalisierung, all das dadurch durch verschiedene Szenarien werden eben diese 99,9% durch Microsoft garantiert. Klingt sehr viel. Das ist aber übers Jahr gesehen doch einiges, wenn Sie wirklich auf diese Daten essentiell angewiesen sind, wovon wir natürlich in dem Moment auch ausgehen, kommt das schon über einen Arbeitstag zusammen. Nämlich, ja, ich habe Sie mal ausgerechnet, das sind so ungefähr 9 Stunden, die Sie dann auf Ihre Daten verzichten müssen. Können Sie sagen, 9 Stunden im Jahr, das passiert, da passiert mir nichts. Sie können aber auch vielleicht einmal sich einfach nochmal kurz zurücklehnen und sagen, ja, was passiert, wenn Mitarbeiter von mir oder von in meinem Unternehmen wirklich einen ganzen Tag lang nicht arbeiten können. Da kommt Microsoft aber Ihnen natürlich entgegen und sagt, gut, wenn was passiert, dann erstatten wir dir Servicegebühren. Wir fangen an bei 25%. Ob das die Kosten wieder reinholt, ob das den Imageverlust wieder reinholt, das ist eine andere Frage. Aber Microsoft bietet natürlich schon sehr beeindruckende Zahlen. Wir bleiben jetzt hier einfach in diesem Microsoft-Umfeld. Und dann nenne ich einfach nur ja 2 Begriffe, wie sie im Bereich des ja des Backup Restores oder im Bereich des Disaster Managements immer wieder anfallen. Einmal die ja die sogenannte RTO oder die RPO nochmal kurz als Reminder. Die RTO, also die Recovery Time Objective, dient eigentlich nur dazu, um festzuhalten oder zu definieren, wie lange dauert es, bis meine Daten wiederhergestellt sind. Ja, also sprich die Stillstandszeit, nenne ich sie einfach mal. Dahingegen gibt es noch die sogenannte oder die andere Kennzahl, die RPO, die Recovery Point Objective. Ja, die IT-Leute, IT-Kollegen sind auch immer sehr, sehr gern bemüht, fantastische Schlagwörter für alles zu benutzen. Das definiert aber nichts anderes als die Datenverlustmenge. Ja, also das bedeutet, zwischen einem Stillstand, zwischen einem Ausfall und dem letzten wiederherstellbaren Zustand ist vielleicht eine gewisse Zeit vergangen. Und all diese Daten, und wenn ich auf den letzten aktuell gesicherten Zustand zurückgreifen muss, da gehen mir natürlich Daten verloren, da gehen mir Transaktionen verloren. Und da ist eine Microsoft, je nachdem, welche Quelle man liest, mit unterschiedlichen Daten unterwegs. Aber wir reden schon bei der RTO, also die Zeit, bis dass die Daten wiederhergestellt werden können, ja, sagt eine Microsoft durchaus, und das kann von 2 bis 4 Stunden dauern, ja, je nachdem, was für Quellen man sich da anschaut, welcher Gap gibt es oder welchen Gap gibt es zwischen dem Verlust, dem Kontrollverlust und dem letzten gesicherten letzten gesicherten Zustand. Auch da gibt es mehrere Angaben, aber das kann in dem Bereich schon also 1 Stunde bis 2 Stunden liegen. Also Datentransaktionen, die Ihnen verloren gehen. Trotz allem sehr, sehr interessante Zahlen, aber auch das hatte Dennis eben angesprochen. Eine andere wichtige Kenngröße ist im SharePoint Online oder beziehungsweise im Cloud-Business ist eigentlich eine ganz andere, nämlich ja der Aufbewahrungszeitraum. Da gibt es wirklich sehr, sehr interessante Szenarien. Was macht eine Microsoft? Sie sagt, lieber Kunde, ich führe alle 12 Stunden ein Backup durch, also zweimal pro Tag mache ich das für dich. Und ich halte diese Daten 14 Tage für dich vor. Ja. Zusätzlich kannst du, lieber Kunde, wenn es dann hart auf hart kommt, nochmal in deinen Papierkorb reinschauen und da sind die Daten auch nochmal 30 Tage lang gespeichert. Da
hoffen wir natürlich, dass dieser aktiviert ist. Dennis hat es eben gesagt. Und ich kann Ihnen genau sagen, nach wie vielen Tagen dann der erste Kollege auf Sie zukommt und sagt, ich habe keine Daten oder ich vermisse Daten, nämlich wahrscheinlich am 15. oder am 16. Also da, genau da können Sie selber eingreifen und mit einem intelligenten Konzept, wie es zum Beispiel AvePoint bietet, mit dem Backup und Restore Ihre Daten so zur Verfügung stellen, dass Sie eben nicht auf dieses 14- oder 2-Wochen-Limit beschränkt sind, sondern Ihren internen Kunden oder Kollegen einfach mehr Kontrolle zur Verfügung stellen können, also für sich selbst mehr Kontrolle zur Verfügung stellen können, mehr Sicherheit zur Verfügung stellen können und natürlich auch Ihr Backup entsprechend online zur Verfügung halten können und selber Herr drüber sein können. Ich gucke auch immer mit einem kleinen Auge auf die Zeit. Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt schon zur Zusammenfassung kommen. Also was ist die Quintessenz des Ganzen? Ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie uns glauben, die Software funktioniert. Weil aus unserem Aspekt gibt es eigentlich einen wichtigen Ansatz, den wir Ihnen ja auch vermitteln wollen. Ja, also wir gehen davon aus, die Software funktioniert. Das können wir noch gerne zeigen. Machen wir auch gerne. Aber wichtig ist, analysieren Sie auch gerne mit uns. Da unterstützen wir Sie auch gerne. Unterstützen Sie bei der Analyse der Anforderungen Ihrer Umgebung, Ihrer Daten und bei der Entwicklung einer entsprechenden Strategie, Backup Restore, aber auch sicheres Datenmanagement im Allgemeinen, um eben nicht in solche Situationen reinzugeraten, dass Sie Daten nicht zur Verfügung stellen können oder dass Daten zum Beispiel in einem internationalen Umfeld nicht schnell genug bereitgestellt werden können. Also da sind wir beide, die IPI als auch die AvePoint, sehr, sehr gerne dabei, Sie zu unterstützen, ganz klar, sonst hätten wir das nicht gemacht. Die Kollegen von AvePoint stellen entsprechende Ressourcen zur Verfügung, die Sie unter avepoint.de/resources finden können. Sie haben es hier mit der AvePoint und mit der IPI zu tun, deswegen bieten wir Ihnen beide parallel die Hilfe an und die Möglichkeit an, mit uns zusammen eine Live-Demo sich anzuschauen. Was heißt das jetzt, nachdem wir so ein bisschen die theoretischen Grundlagen gelegt haben, dass wir uns sowas einfach mal anschauen, weil auch damit Sie so ein bisschen das Look and Feel des Systems sehen, der Software sehen und sagen, finde ich mich da zurecht, fühle ich mich wohl. Ja, stimmt die Usability, das kann man sehr gerne machen. Wir können aber auch gerne, das eine schließt das andere auch nicht aus, das vor Ort machen, indem wir uns auch noch ein bisschen mehr über Ihre Anforderungen unterhalten. Und wenn Sie dann sagen, das finde ich gut, was der Herr Markus und der Herr Hubmeier hier erzählt haben, aber ich finde das immer blöd, wenn die mir über die Schulter schauen, dann würde ich mir das doch lieber mal selber mal 30 Tage lang einfach mal anschauen, wie sich das bei uns im System integriert und wie das funktioniert. Ja, also da sind wir keine Unmenschen. Das bieten wir gerne an. Gar kein Problem. Gut. Dennis, ich muss sagen, fantastisch, wie wir die Kurve bekommen haben. 3 Minuten haben wir jetzt noch Zeit für Fragen und Antworten. Aber 3 Minuten müssen es nicht bleiben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit jetzt gerne stellen. Dennis und ich nehmen uns jede Zeit, die dafür notwendig ist. Schießen Sie los. Ganz genau. Vielen, vielen Dank, Petro. Vielen, vielen Dank, Petro, auch von meiner Seite. Ich musste dem nichts mehr hinzufügen. Also für Fragen stehe ich natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Was jetzt vielleicht natürlich interessant ist, sind Ihre Anforderungen. Da können wir Sie natürlich unterstützend zur Seite stehen, dass wir Ihre Anforderungen uns anhören und auch individuell dann eine Lösung dafür suchen. Und ich hoffe, Sie haben auf jeden Fall Geschmack bekommen. Und warte auf Fragen. So. Dennis, da kann ich ja, solange sich die Zuhörer noch überlegen, ob sie Fragen haben, danke ich auch in deine Richtung für die Präsentation und für die Bereitstellung aller Folien.
Wir können uns jetzt natürlich sagen, wenn jetzt keine Fragen kommen, haben wir wahrscheinlich alles schlagkräftig dargelegt. Ich denke mir aber auch, dass sich bestimmte Informationen auch erstmal setzen müssen. Ja, das war ja dann doch relativ viel in einer Stunde jetzt reingepackt. Deswegen, wie gesagt, stellen wir Ihnen die Informationen nochmal offline zur Verfügung. Einmal die aufgenommene Session, aber auch die Präsentation können Sie sich gerne dann nochmal offline anschauen und vielleicht taucht die eine oder die andere Frage dann nochmal auf und unsere Kontaktdaten stehen ja drin und dann können wir das gerne nochmal im persönlichen Gespräch klären. Ganz genau, also es wird jetzt das Recording von dem Webinar geben und ich denke auch, dass jetzt das Ganze war sehr eher theoretisch, aber erstmal halt ein Überblick, den man aber vielleicht auch erstmal braucht, um einfach mal ein bisschen Ideen auch zu bekommen. Ich sehe gerade, eine Frage haben wir. Ich werde sie mir mal ganz kurz durchlesen. Und zwar war die Frage war, ob man mit dem Tool die Replikation unter Kontrolle kriegen kann. Ja, genau dafür ist es da. AgePoint Replikator ist wirklich da, um Inhalte von einer Farm in eine separate Farm zu replizieren, die ich sowohl selber hoste, als auch in Kombination mit Office 365. Und das eröffnet natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich dann mit SharePoint natürlich arbeiten kann. Wenn Sie natürlich hier weiter Interesse haben, das gilt generell für alle Module, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir können dann gerne auch in der individuellen Webex erstmal so Ihre Anforderungen durchgehen oder einfach mal was von unserem Produkt auch individueller zeigen, dass wir auch einfach praktisch was sehen, was heute einfach mehr theoretisch war. Wenn sonst soweit keine Fragen mehr kommen, bleibt mir an der Stelle nichts anderes mehr übrig, als mich recht herzlich bei Ihnen zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Webinar. Vielen Dank, Petro, an dich. Auch zurück, Dankeschön. Und ein ganz herzliches Dankeschön in die Runde und Ihnen allen noch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Vielen Dank. Von der AgePoint.